schon ist sie in der Luft. Von hier. Dort haben damals die Flugpioniere angefangen, ihre selbstgebauten Segelflugzeuge zu testen und zu erproben. Startrollstrecke von unter 250 Metern und schon ist das Fahrwerk eingezogen, nimmt Geschwindigkeit auf. Höchstgeschwindigkeit von 200 Kilometer. Auf die Achse.
1997 jeweils kamen dann zwei weitere U52 dazu. Freiflugscheinnummer FW Foxtrot Whisky 5, FW 5, ein Passagier für den Stieglitz, bitte beim Check-in einfinden. Der Passagier mit dem Schein für den Stieglitz, FW 5, bitte hier unten unterhalb der Terrasse am Rundflug-Check-in einfinden. Vielen Dank. Und 24 Liter Hubraum auf Leerlauf gedreht. Die Klappen, die Landeklappen unterhalb der Tragflächen sind nach unten ausgefahren, um den Widerstand an der Fläche zu erhöhen. Damit kann man gewährleisten, dass die Maschine langsamer fliegt und das Aufsetzen vereinfacht wird.
Katharina Schäfer, bitte zum U52 Check-in. Katharina Schäfer, bitte zum U52 Check-in. Und Robin Diegel als letzter bitte auf die Terrasse. Robin Diegel bitte auf die Terrasse. Vielen Dank.